du das Geld für die Zukunft, das, was du jetzt eben hast, an Einkommensteuer nicht zurücklegen und bist wieder in der Schuld. Das heißt, 2009, 2010 bin ich gleich wieder in der Spirale drin. Und die haben mir gesagt, jetzt reicht's mir, jetzt schau ich mal im Internet, ich mag einfach keine Steuern mehr zahlen, irgendwas stimmt nicht. Und geht dann ein, da finde ich irgendwas, warum du keine Einkommensteuer zahlen solltest. Das war mein Einstieg. Das ist jetzt 3 Monate her. Und da bin ich auf Sachen gekommen und ich möchte mich heute bedanken auch bei allen, die die Eier haben, die Power haben, die Infokrieger, die auf YouTube, die überall sich engagieren, die Aufklärungsarbeit leisten, die auf Facebook unterwegs sind. Die haben mich so weit gebracht, die sagen, Wahnsinn, was heute passiert ist.